Wir hatten ja damals den ersten DLC gespielt und da kam ja schon die wilde Theorie, dass Sir Apfel nochmal eine Weiterentwicklung hat. Was ich ja richtig cool finde, weil ja der eine Stein drauf funktioniert hat. Deshalb, Sir Apfel, wie nennt ihr das? Das ist ein Sir. Also Sir Apfel, ist doch Sir Apfel, ne? Es ist Sir Apfel, oder? Shiny Hand machen wir nicht. Freddy machen wir nicht. Freddy? Ich glaube, ich habe es richtig aufgeschrieben. Ein Lordapfel. Das ist Sir. Also Bratapfel. Wir haben ihn ja Bratapfel genannt, ne? Aber. Wir haben Flatterhaar. Wo ist Flatterhaar? Flatterhaar könnte ich suchen. Da! Oh Gott, da glaube ich war schon. Da ist Flatterhaar. Mach's gut, Lucario. Wir sehen uns wahrscheinlich nicht so schnell wieder. Nee, ich meine, wir haben Bratapfel, Flatterhaar, Mini-Zapdos, Windewoge und Seidenschnabel. Setzen wir noch. Wir könnten Kermit reinhauen, aber Kermit ist super schwach. Kann ich eigentlich nach Level suchen? Nö. Kann ich nach Level sortieren? Nö. Dann würde ich noch irgendwas Starkes reinnehmen. Darkrai ist auch nur 50, ne? Darkrai auch so cool, ne? Knackrak auch schade. Wir haben hier noch Donnersichel. Otero. Da ist Zulord, aber Zulord halt nur Level 20. Wir haben ganz viele Evolis. Ich glaube, ich habe gar nicht so viele Starke noch. Bin ja leider hier immer nicht so gut drin. Die Beldra hatten wir noch. Ich glaube, das ist so... Ja. Oh, Koraidon hätten wir... Oh! Oh, Galagladi hatte ich noch. Nee, ich hatte noch ein anderes. Galagladi habe ich noch. Wo ist es? Ich habe ein gutes. Level 100. Das habe ich auch bekommen. Wenn jemand denkt, ich bin gut im Pokémon und ich bin ja voll stark. Nein, ich bekomme die immer von Leuten geschenkt, was super süß ist. Im Januar gibt es einen Epilog. Ja, den müssen wir auch spielen. Terrakristallop wurde aufgeladen. Jetzt kommt hier erstmal eine dumme Challenge. Jetzt kommt die Drachen-Challenge, Leute. Kyurem-Line für den Kampf. Ach, das passt. Kyurem fange ich auch so. Ich habe ja mal Shiny Kyurem auf Pokémon Schwarz und ich habe das ja nicht rübergetauscht. Das heißt, es wird für immer in Pokémon Schwarz bleiben. So. Jetzt gucken wir mal, was die Prüfung ist. Wir kommen auf den Polarplatz. Bist du das Team von Levi, der Top 4? Ah, du musst Louis sein. Du bist hier sicher, um die Blaubeerliga zu stellen, oder? Yes. Teilnahmegebühr vor 50. Ob ich das... Ey, on point, ne? Da kommt er runter, gerobbt. Momentchen, nicht so schnell. Sie darf umsonst mitmachen. Oh, der ist ja lieb. Bist du dir sicher? Das widerspricht aber den Regeln. Immer diese Regeln, dann übernehme ich eben die Gebühr besser. Na gut, dann mache ich eine Ausnahme. Hehe, danke. Was ist gut bei mir? Yo, zukünftiger Champ. Komm, gehen wir zum Kampfplatz. Ich bin gespannt auf die Prüfung. Das Hochhaus-Pokémon, das finde ich so hässlich. Das ist echt hässlich. Das Hochhaus-Pokémon gefällt mir gar nicht. Zieh dir diesen heftigen Kampfplatz rein, Girl. Der soll aufhören, mich Girl zu nennen. Sagt er, wenn man ein Junge ist, Boy? Okay, okay. Eigentlich ist er nicht viel anders als die anderen Kampfplätze. Nur ein bisschen kälter. Gut, dass er kurzähmlich ist. Ich mag so eisiges Wetter. Ziemlich unüblich für jemanden, der auf Drachen-Pokémon spezialisiert ist. Was? Tja, so bin ich. Unberechenbar. Aber du bist wegen meiner Top-4-Challenge hier. Und nicht, um dir mein Gelaber anzuhören. Bei meiner Top-4-Challenge dreht es sich um exklusive Kumpelkämpfe. Die Regeln sind super easy. Wenn du gegen meine drei Buddies aus der Liga AG gewinnst, hast du bestanden. Finito. Aber du kannst nicht einfach jedes x-billige Pokémon einsetzen, auf das du Bock hast. Oh nein. Nur wilde Pokémon, die du in der Terra-Kuppel gefangen hast, sind erlaubt. Außerdem musst du sie selbst gefangen haben. Wenn du Pokémon im Team hast, die diese Anforderungen nicht erfüllen, gibt es auch keine Challenge für dich. Yo, ich weiß, dass solche Regeln nervig sind. Aber wäre doch lame, wenn du einfach mit einem überlevelten Pokémon durch die Challenge rauschen könntest. Ja und? Hey, deine Gegner dieselben Regeln befolgen. Klingt doch fair, oder? So ein Käse. Also, Girl, willst du nicht meine Top 4 stellen? Okay, dann muss ich... Aber jetzt nochmal später, ne? Er sagt Junge oder Bro, okay. Okay, wir brauchen ein neues Pokémon-Team. Wir haben kein Terra-Pokémon, das wir... Okay, wir bewegen hier mal raus. Haben wir ein Pokémon? Haben wir coole Pokémon gefangen in dieser... Nein, in dieser Terra-Kuppel? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir bewegen die jetzt mal kurz. Ich guck mal. Das müsste ja so die letzten gewesen sein. So ab, hier. Wir haben Seemon. Ein Owei auf Level 67, weil, who cares? Meine Starter-Pokémon natürlich. Ich würde nur hoffen.
Wir könnten Tontukan reinnehmen. Wir könnten Bella reinnehmen. Bella ist süß, oder? Wir haben hier noch Golgantis. Titan auf Level 70. Ich weiß halt nicht, welche Pokémon er einsetzt. Wir haben ist das Rama? Rame? Wir haben ihn Rame genannt. Wir haben hier Tauros Omot. Tauros? Ich weiß nicht. Tauros gut? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, wir hatten Giflor. Aber das Toadette ist super low im Level. Ich frage mich, wie stark die im Level sind. Ich kann es gerade nicht einschätzen. Dann natürlich können wir Kanimani reinhauen. Aber Kanimani halt auch nicht stark. Ich meine, es ist ein Kanimani. Es ist ja nicht entwickelt. Aber es ist sweet. Aber es hat auch Ewigstein, ne? Oh Gott, habt ihr dafür gegrindet? Ich hoffe nicht. Ein Pokémon müssen wir noch reinnehmen. Am besten eins, was vielleicht hoch im Level ist und cool ist. Griff könnten wir noch reinnehmen. Dann haben wir noch diese Spinne. Ja, die Spinne vielleicht mit Wasserkäfer. Den bewegen wir hier nochmal. Meint ihr, das ist ein gutes Team? Ich glaube, ich habe gerade ein richtig schlechtes Team. Das ist das Stärkste. Wir packen es mal nach vorne. Ich gucke mir jetzt diese Challenge erstmal an. Gegen ihn muss ich ja nicht kämpfen, oder? Ich will ja nur die Top 4 Challenge machen. Wir gucken die jetzt mal an. Auf eure Posten. Ich bin gespannt. Ich bin soweit. Ich kann es kaum erwarten. Und der andere nur so, hallo. Du wirst leichter mit meiner Challenge haben, wenn du sie mit Bestand angehst. Wenn du dich gleich in den Kampf stürzen willst, lass es krachen. Aber du kannst doch erst eine Runde durch die Kuppel drehen und Pokémon fangen. So oder so. Bleib chillig und hab Spaß. Viel Erfolg. Ich bin jetzt gespannt. Ich bin jetzt so gespannt, wie schwer die sind. Nach der Challenge kann ich ja wieder... Oh Gott. 3 Stunden PP gegrindet. Oh Gott. Okay, wir nehmen mal Ene, Mene, Mac und du bist weg. Ja, okay, wir starten mit dem hier. Alter, das wird jetzt... Ich habe keine Ahnung. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie gut der ist. Ja, nach der Challenge kann ich mein eigenes Team nehmen. Das finde ich gut. Und Hundefreak, dankeschön für die Rose. CSS, dankeschön. 22k habt ihr gemacht. Für was braucht ihr die ganzen BP? Fuck, es ist ein Doppelkampf. Ah, aber mit Wasser bin ich jetzt gar nicht mal so schlecht dran, ne? Könnt Erdbeben machen, aber das trifft alle. Gehen wir erstmal auf einen, oder? Geh mal auf einen. In der Hoffnung, dass meine überleben. Pustekuchen. Wie viele Pokémon hat er? Aber er hat Schaden genommen, Vermeidern. Boots. Bist du nicht kalt in Kurzhose? Ich habe hier noch Leggings an. Ich habe wieder viel Länge dann. Du musst aber nicht nach... Also schaut doch mal an, wir haben hier einen besiegt. Ich bin stolz. Guckt doch euch Titan an. Titan macht das hier. Beim Rest bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Wir wechseln mal. Drachen-Pokémon gehen immer. Drachen-Pokémon gehen immer. Wir spielen Karmesin-Version. Ich spiele die Karmesin-Version. Theoretisch hat der Schwebe. Könnte man Erdbeben machen, ne? Wir schauen mal, was passiert. Bella, nice. Bella hat First Move gemacht. Halten wir fest, Libeldra macht es in First Mover. Okay, Schildterus ist einfach nur langsam. Titan. Aber er ist tanky. Ich hoffe einfach, das bleibt so. Er schaut den erst. Haben wir gemeistert. Das haben wir doch jetzt easy geschafft hier. Wir müssen nur heilen. Aber wir haben es geschafft. Guckt euch das an. Ich habe den ersten besiegt. GG. Easy, easy. Tja. Die packen wir doch. Klar packen wir den. Ich würde nur gern heilen. Oder hat es automatisch geheilt? Das ist hier nicht mein Ausgang. Wo ist denn der? Ich würde gern heilen. Kann ich heilen? Oder ist das verboten? Heilen kann ich, oder? Wir heilen mal schnell. Bella macht alles alleine. Ich glaube auch. Wir tauschen mal aus. Wir machen mal Bella vorne hin. Bella ist süß, ne? Bella ist schon echt knuffig. Okay, okay. Wir tun Bella oben. Ah!
Wir tun Bella rein, vorne rein. Nein, Bella. Bella! Gut, dann fordern wir Ladies First, das Mädchen in der Mitte mal raus. Bin gespannt, ne? Oh Gott, Tyler, danke schön fürs Abo. Oh, wie süß, danke schön. Auf TikTok, vielen lieben Dank. Dankeschön. Oh, wie süß. Vielen lieben Dank. Herzlich willkommen. Ich glaube, du hast jetzt Emotes, ne? Oh, ist das süß. Dankeschön. Aber ich brauche kein Pokémon. Ich versuche das hier mit meinen zu meistern. Erst wenn es gar nicht mehr geht. Ich glaube, ich habe einen Stein verloren. Dann melde ich mich. Und alles zu erklären. Wie geht's dir? Ja, ein wildes Pokémon. Wir versuchen hier gerade irgendwie zu überleben. Geht Erdbeben oder killt das Bella? Aber Bella fliegt. Ich habe so Angst, dass es Bella einfach killt. Wir machen erstmal so, ne? Wir machen erstmal Yugon raus, weil Yugon kackt Eisattacken, ne? Oh, fuck. Sehr cool. Kack Eisattacken. Wir hassen Eisattacken! Hat gekillt. Also, aber es sind nur Eis-Pokémon. Er ist auch nicht so clever da. Ist auch effektiv. Aber Titan hält echt viel aus. Titan. Wieso? Du hast so stark gestartet. Und dann... Ah, Kraftvolles. Ah, nein, Kanimani. Okay, aber Kanimani. Kanimani bitte machen. Hat Bella Schwebe? Ich frag's mich halt auch. Aber Bella... Hat Bella Schwebe? Wir gehen auf dieses Yugong. Ob Saiten noch schafft, eine Attacke auszuführen? Ich habe Angst. Nein. Weil er daneben gehauen hat, die Sau. Echt. Einen verlorenen Stein? Kein Problem. Hier ein neuer Lunge. Oh, süß. Dankeschön. Oh, Kanimani, hast du super gemacht. Kanimani, wir sind stolz auf dich. Und Dankeschön für die Beziehung. Dankeschön, warte. Jetzt sieht es noch ein bisschen mau aus. Ja. Komm, hau rein. Hauen wir den Tukan. Bringen wir den Tukan ins Spiel. Bringen wir den Tukan rein. Ich befürchte nur... Ja, wir gehen weiterhin auf dieses blöde Eis-Pokémon hier. Das sind beide Eis-Pokémon. Oh, ist das First... Oh. Mach mehr Schaden. Sehr schön. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Meint ihr, Kugelsaat ist auch stark gegen Sandama? Ah ja, Flug gegen zwei Eis-Pokémon. Aber er hat's besiegt. Oh, der Schlitzer hat viel Schaden gemacht, müssen wir an dieser Stelle wirklich sagen. Und Kanimani hat daneben gehauen. Ach, Kanimani! Oh je, der Rest ist nicht effektiv. Wir hauen trotzdem drauf, oder? Wir hauen trotzdem mal drauf. Vielleicht passiert da noch irgendwas Cooles. Who knows? Oh nein, das wird nicht gut. Aber das schaffen wir schon noch. Wir haben kein Feuer-Pokémon, oder? Wir sind eigentlich echt dumm. Unser Random-Team ist nicht so stark. Dankeschön, Mario. Dankeschön. Ich glaube, das war's für Tukanon. Oh, Tukanon hat überlebt. Kanimani kann das reißen mit Kraftkoloss, ne? Wenn Kanimani das doch einmal treffen würde, dann würden wir es... Dann würde was... Das könnte schon hinhauen. Aber wir gucken einfach mal. Mit unserer Kugelsaat. Oh, ist das geil. Ist auch Stahl, ja. Eigentlich wäre Feuer super stark, aber irgendwie haben wir keinen. Wir haben keinen. Ach, wir haben keinen Mario. Oh, süß. Oh, Kanimani macht's jetzt. Ah, fuck, fast. Aber er gibt sein Bestes. Er gibt sein Bestes. Wir können hier Kanimani. Kanimani macht das super. Also, es ist alles nicht sehr effektiv, ne? Wir haben ein gutes Team. Wir haben ein gutes Team zusammengesteckt gegen diese random Pokémon. Okay, wir machen Aqua-Durchstoß. Kanimani könnte jetzt auch einfach Naschschweif machen. Aber ich glaube, es geht drauf mit Schlitzer, ja. Wo kommt der Schneesturm her? Okay, wir probieren es nochmal. Wir haben es geschafft. Didi. Also für das, dass wir so ein random Pokémon haben, finde ich, hält sich in Grenzen. Tyler, was ist das denn für ein süßer Emote? Der ist ja sweet. Oh, sie klatscht sogar. Kein Wunder, dass sie bei dich mag. Erbarken. Okay, okay, okay. Jetzt aber.
Fokus, Leute. Wir halten. Wo ist es denn? Ich glaube, die sind da. Ach, man sieht nicht, wo es runtergeht hier. Der letzte Trainer. Und dann können wir den Drachentyp hier herausfordern. Das schaffen wir doch noch, oder? Schaffen wir das noch? Ja, komm. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, oder? Okay, jetzt aber. Wir probieren noch den letzten Trainer. Da muss ich sagen, war die Feen-Challenge cooler mit dem Quiz. Das war irgendwie special. Das war irgendwie sweet. Das war irgendwie sweet. Niklas, danke schön für das Bruder hier. Ein Bärli, oder? Das ist ein Bär. Dankeschön. So. Wie die sich an dem Magma wärmen. Aber das ist clever. Ich würde mich auch. Wisst ihr, da würden keine Tonnen draußen stehen mit so Feuer, würden einfach Magma sitzen. Was ist das so Schneckmark in so einer Tonne? Okay, wir haben Ray. Ray setzt. Hat Bella Schwebe, ist die große Preisfrage, die wir uns stellen. Ansonsten wäre das ja alles echt einfacher. Okay. Das war sehr. Oh nein, es ist zurückgeschreckt. Das war unfair. Weil die Beldra hätte da jetzt schon seinen Senf dazugegeben. Komm, Lü, das schaffst du ja. Also. Wollen wir Erdbeben mal riskieren? Ich hoffe einfach, es schwebt. Wir probieren's. Oder es geht drauf? Nee. Also, Titan ist echt tanky, muss man schon sagen. Ich bin gespannt. Bella ist safe. Ja, würde ich auch sagen. Aber ich habe schon die wildesten Sachen gesehen, wo ich mir gedacht habe, ja, ist safe. Und dann auf, oh, nö, doch ein Erdbeben. Ah, Schwebe, siehste. Aber nur, weil es die Ability ist, ne? Wenn es jetzt eine Hidden Ability hätte, dann wäre es nicht mit Schwebe. Hätten wir ein Problem gehabt. Ah, siehste, haben wir doch easy jetzt gemacht. Ich bin begeistert. Die Beldra ist echt gut. Die Beldra war auch super schnell immer. Sehr nice. Magnesone Schwebe. Nee, das hat's gerade erwischt. Magnesone ist gerade gestorben. Okay, lass mich mal nachzählen. 1, 2, 3. Boah, du hast echt alle besiegt. Damit wäre meine Top 4 Challenge offiziell beendet. Tada, we did it. Aber seht ihr, das hatte nicht Schwebe. Wenn es die Ability nicht hat, wäre es tot, ja. Und ich glaube, Magnuson hatte nicht Schwebe. Ihr drei könnt alles abdampfen und euch woanders nützlich machen. Oder einfach chillen. Stimmt, es sieht aus wie Zahnpasta in seinen Haaren. Tschüssi. Ach, die drei sind so schön unkompliziert und gelassen. Richtig nice. Ich glaube, man bucht ihn gerne für so Werbespots, ne? Für so Zahncreme-Werbespots. Als nächstes bin ich dran. Bin gespannt, ne? Also erstmal müssen wir nochmal Team wechseln. Ah, dein Team ist noch dasselbe wie bei meiner Challenge. Ich würde es an deiner Stelle ja ändern, aber willst du direkt loslegen? Nö. Wir gehen nochmal kurz. Kein Ding, ich warte hier einfach. Okay. Okay.